Dur ya seyir vakatla hamdolar hamdolar. Usul adet neyse devam eder. Ve bizim usulümüz adetimiz zikirden yemekten sonra kısa bir de olsa kapanış sohbeti yapmaktır. Belki bu esnada soru cevap almaktır. Ve ondan sonra da evlere dağılmaktır. Wir möchten gerne unsere Tradition fortsetzen und die Tradition gebietet bei uns, dass nach dem Zikir, nach dem Essen, dass man zum Abschluss noch eine Sohbet, eine Konversation hält, mit der Absicht, dass sich vielleicht eine Antwort auf die Fragen in unseren Herzen finden lässt. Vielleicht haben wir auch Herzensfragen, die wir jetzt gerne stellen möchten. Und wir hoffen und beten darum, dass wir vielleicht eine Antwort auf diese Fragen in unseren Herzen finden werden, dieser Sohbet. Ben bugün kendi şahsıma çok kısa birkaç kelime söyleyeceğim. Ondan sonra ne kadar kalbinizde soru var ise üstad buradadır. Cevap ondadır. Und ich möchte noch gerne, bevor wir jetzt mit der Frage und Antwort runter anfangen, etwas persönlich noch etwas sagen. Und dann ist jeder gern eingeladen, Fragen zu stellen. Wir haben ja unseren Meister heute zu Gast. Er kennt jeden Antwort. Jede Frage. Kendiliğinden değil yalnız, Şeyh'ten aldığı ilham ile. Ja, aber weiß es nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die Inspiration des Şeyhs. Okuduğu kitaplar bir yere kadar götürse de insanı, ilhamlar başka yerlere götürür. Das Wissen aus den Büchern bringt den Menschen bis zu einem gewissen Punkt. Aber Inspiration, Weisheit, himmlische Inspiration, bringen einen Menschen noch viel weiter voraus. Ummadığın yerlere, uçsuz bucaksız deryalara, okyanuslara götürür. Die himmlische Inspiration trägt dich hinaus an Ort, an Punkte, über die du nicht hättest vorher träumen können. Endlose Ozean des Wissens, der Weisheit erschließen sich durch die himmlische Inspiration. Onun için kişi vardır, aklına güvenir. Kişi vardır, kalbine güvenir. Kişi vardır, şeyhine güvenir. Manch einer vertraut auf seinen Verstand, auf seine Intelligenz. Manch einer vertraut auf sein Herzen. Und manch anderer, der vertraut oder die vertraut auf seinen Meister, auf seinen Şeyh. Aklına güvenen bir gün ola ki unutkanlık hastalığı gelir, akılsız kalır. Wer seinem Verstand gerne vertraut, der muss aber auf der Hut sein und aufpassen, denn wer weiß, vielleicht tritt irgendwann die Demenz ein und dann vergisst er alles, was er bisher wusste. Kalbine güvenen, kalbe beş çeşit fısıltı gelir zaten her gün, hangisini ayırt edeceğini şaşırır. Ja, und der gerne auf sein Herz vertraut, der sollte wissen und sich auch in Acht nehmen, denn am Tag gibt es 5 unterschiedliche Stimmen der Einflüsterung, die auf das Herzen des Menschen einreden. Duygu ve hislerine, hani ben de 7. işte his vardır, palavrasını sıkak kardeşlerimiz için söylüyorum. Duygu ve hislerine güvenen sonunda o hissettikleriyle kalır. Ja, und dann gibt es wiederum andere, die sagen, ich habe den gewissen 7. Sinn. Ich vertraue auf meine 7 Sinne. Aber die müssen auch aufpassen, dass sie nicht am Ende in eine Falle laufen durch ihre Emotionen und Gefühle. Aber şeyhine güvenen yok. Onda sorumluluk yoktur. O teslimdir. Teslim olan adama da zarar vermezler. Wer aber auf seinen Şeyh, auf seinen Wegweiser, auf seinen Meister vertraut, ja, der kann guten Dinges sein, denn der Wegweiser, wie der Name sagt, wird ihm den Weg weisen und den Weg öffnen. Denn man selbst trägt keine Verantwortung, sondern der Sheikh, der Wegweiser, trägt für dich die Verantwortung. Er trägt die Verantwortung, dich zu deinem Ziel zu tragen, zu deinem Ziel zu bringen. Derler ya, ergebe dir, değil mi? Teslim ol, yoksa vururum. Ne vuracaksa, ama vururum. Neyle vuracak? Bir şeyle vuracak ama teslim olursa vurmayacak manasında da. Anladın? Ergebe dich, sonst erschieße ich dich. Ergebe dich einfach, sonst wirst du erschossen, mit was auch immer. Ergib dich, dann musst du dir auch keine Gedanken drüber machen, was mit dir am Ende passiert. Teslim olan adam,
teslim olduğundan dolayı en azından ölümden kurtulur. Ein ergebener Mensch, ein Mensch, der sich ergibt, ja, der hat es zumindest geschafft, er hat sich ergeben und hat sich davor bewahrt, erschossen zu werden, getötet zu werden, hat sich vor dem Tod geschützt. En azından teslim olan kimsenin bir ümidi vardır, kurtuluş ümidi. Ja, der sich ergibt, er hat zumindest eine Hoffnung zur Erlösung zu gelangen. Teslim olmayan kişinin nasıl ümidi olacak? Adam sıktı kurşun, kurşun sana doğru geliyor. Aber welche Chance hat der, der sich nicht ergibt? Jetzt steht da einer vor dir und sagt, ergib dich und ergibst dich nicht. Und er hält die Waffe vor dein Gesicht und drückt ab und die Kugel kommt auf dich zugeflogen. Matrix misin sen? Böyle hareketlerle o kurşun auf den Taraftan geçecek direkt. Und die Kugel kommt auf dich zugeflogen und du ergibst dich nicht, ist schon zu spät. Und du bist auch nicht einer aus Matrix, der einfach mal so ausweichen kann, der Kugel. Ha, Matrix'li olanlar var. Onlar şeyhe teslim olan adamlar işte. Onlar her türlü saldırıya karşı öyle hareketler yapıyorlar. Ja, aber die, die jeder Gefahr ausweichen können, die wie ein Schauspieler aus Matrix sind, das sind diejenigen, die, eine, die sich einem Sheikh hingegeben haben. Sie können jeder Gefahr ausweichen. Onlar farkında olmadan bir anda böyle gidiyorlar. Böyle millet sarhoş zanneder ama adam başka gelecek belalardan korunuyor adam. Ja, ganz unbewusst, sie merken es vielleicht gar nicht, aber sie bewegen sich ganz komisch und dabei beschützen sie sich auch noch. Und die Leute von draußen denken, diese Person wäre besoffen, aber in Wahrheit werden sie beschützt, ohne dass sie es merken. Çatlak zannediyorlar adamı, meczup zannediyorlar. Von außen betrachtet sieht das aus wie eine verrückte Person, die verrückte Bewegung macht, aber in Wahrheit schützt sie sich durch diese Bewegung. Çok kimse vardı. Ne var orada dışarıda? Bir yanda şey var, nazlakların tomatisi. Ne adam, onlar neo, Nazi'se bize neo otomaniz. Neo otoman. Ich habe einmal, da sind 400 Nazis da drauf, ja, die feiern drüben etwas. Ich habe einmal den Schenk gefragt, bei mir gibt es um die Ecke nur Nazis. Ja. Was sind das, hat er gesagt? Das sind Neonazis. Ah, wir sind Neo-Ottoman, sagt er. Schief, die können uns nicht machen. Wir haben hier so eine Schläger, ja, Baseballschläger, wir haben unsere hier Schläger. Genau. Die Osmanen Tokat. Die osmanische Ohrfeige. Ne oldu da azlaklar? Dışarıda. Ya ne yapalım şimdi yani? Kapıyı kapatın bari. Mosin hepsi patakladı ya. Senin alan iyi değil miydi azlaklarla? Benim herkes var abi. Bilhassa satanistlerle. Hepsi. Kişi aklını kullanmalı. Der Mensch, er muss seinen Verstand gebrauchen. Kalbini kullanmalı. Er muss sein Herz gebrauchen. Ve bunları kullanırken de nasıl kullanacağına bakmalı. Und während er diese Sachen, das Herz und den Verstand benutzt, muss er aber auch gleichzeitig wissen, wie er es benutzen sollte. Bütün başımıza ne geliyorsa, kendi kafamıza göre aklımızı ve kalbimizi kullandığımızdan geliyor. Alles, was uns im Leben widerfährt, das geschieht deswegen, weil wir zu sehr unserem eigenen Dickkopf folgen, unserem eigenen Herzen folgen. Halbuki işin en kolay tarafı teslim ol. Aber dabei könnte das Leben so einfach sein, wir brauchen uns einfach nur zu ergeben. Ne derse yap. Ne zararı var? Uysa da yap, uymasa da yap. Hör einfach auf das, was dir gesagt wird und gehorche, egal ob es dir passt oder nicht passt, du verlierst ja nichts dabei. Eğer ki başında duran adam seçilmiş bir kimse ise, yani halktan değil, haktan seçilmiş bir kimse ise, teslim ol. Ja, İtaat et. Wenn die Person, die vor dir steht, die dich anführt, wenn diese Person auserwählt wurde, also nicht demokratisch auserwählt vom Volk, sondern wenn er auserwählt wurde durch eine himmlische Instanz, durch die Heiligen, dann gib dich einfach hin und folge dieser Person. Sen önünde duran adamı eleştirmeye bakarsan, kalkarsan, bir hadis vardır ki, eleştirdiğin şey başına gelmeden ölemezsin. Du musst aufpassen, du darfst nicht einfach den kritisieren, der dir vorgesetzt wurde, denn wenn wir kritisieren, sowieso das Kritisieren ist eine gefährliche Sache, denn es gibt eine Überlieferung des Propheten, die besagt, wir sagen mit ihm, wenn ihr jemanden wegen etwas kritisiert, dann müsst ihr wissen, dass
das, wofür ihr diese Person kritisiert habt, dass ihr dasselbe durchmachen werdet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır ki, zalim de olsa başındaki adam itaat et. Ola ki Allah değiştirir. Und so heißt es im letzten Testament, im Heiligen Koran, da sagt der Allmächtige, O ihr Menschen, gehorcht dem, der euch vorgesetzt wurde, auch wenn es ein Unterdrücker ist, ihr müsst dem gehorchen, der euch vorgesetzt wurde. Und betet darum, hofft darum, vielleicht wird der Allmächtige Herr ihn ändern und den Zustand ändern. Allah değiştirmiyorsa, demek ki sen onu hak ediyorsun, o senin için hayırlı olan bir hükümdardır. Und wenn der Allmächtige Herr den Zustand und diesen Anführer nicht ändert, nicht austauscht, dann müssen wir ja vor der eigenen Haustür kehren und uns selbst zur Rechenschaft ziehen und anschauen, ja, vielleicht sind wir selbst keine guten Menschen, deswegen haben wir so einen schlechten Mann vor uns. Koskoca ayet, her gün okuyoruz, ama anlamıyoruz. Ja, und dieser Vers, der ist bekannt, der ist jedem bekannt, und wir lesen ihn tagtäglich, aber wir verstehen ihn nicht. Ve önümüze tayin edilen adam bir dernek şurasında oy birliği seçilmiş adam değildir. Bir şeyh tarafından seçilmiş ise, peygamber tarafından seçilmiş ise o adam gökyüzünden seçilmiş bir adamdır. Gökyüzü değiştirirse değiştirir, değiştirmezse sen değişeceksin. Ja, wenn uns eine Person vorgesetzt wurde, durch den Himmel vorgesetzt wurde, wenn der Sheikh uns eine Person anvertraut hat, der wir folgen sollen, dann ist es unsere Aufgabe, dieser Person zu folgen. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Person auszutauschen, sondern wenn uns etwas nicht passt, dann sollten wir uns einmal selbst anschauen und versuchen, uns zu ändern, uns selbst zu verbessern. Ben nerede ne yanlış yapıyorum? Zieh dich selbst zur Rechenschaft und schau mal bei dir selbst, was mache ich selbst falsch? Ki başa geçmiş olan adam, başa seçilen adamın yaptığı her yanlış bir sevaptır. Her doğru 10 sevaptır. Yani ona günah da yoktur. Denn das heißt, im himmlischen System, wenn eine Person etwas anführt, ein Vorgesetzter, einen Fehler begeht, dann zählt das wie eine gute Tat. Wenn er aber eine gute Tat begeht, zählt das so viel wie 10 gute Taten. Ona günah yoktur. Für ihn gibt es sowas nicht. Çünkü o kendiliğinden orada oturup da o hataları yapmıyor. Denn diese Person, die durch ein himmlisches Instanz eingesetzt wurde, ja, die sitzt nicht aus sich selbst heraus, die hat sich nicht einfach selbst dorthin gesetzt, sondern sie wurde dorthin eingesetzt. Und daher gibt es für ihn, für diese Person in diesem Sinne keine Sünde oder keine Fehler. Bu kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de birçok olaylar, hikayeler vardır ki peygamberlerin bile bazı hatalara düştü gibi gösterildiği hikayeler vardır ki onlar hataya düşmez. Ama bizlere ibret olsun diye belki bir şov sergilerler. Und wir kennen alle die Geschichten aus dem Heiligen Koran, wo über die Propheten berichtet wird, wo sie angeblich Fehler begangen hätten, aber es waren ja keine Fehler in dem Sinne, sondern es waren Lehren und Weisheiten für die Menschen, damit wir aus ihrem Verhalten für uns selbst eine Lehre ziehen können. Ve mesela Eyüp Peygamber. Aleyhisselam. Mesela İbrahim Peygamber. Bunlarla ilgili bir yığın kıssalar vardır, hikayeler vardır ki. Wir brauchen nur auf den Propheten Eyüp, Hiob Aleyhisselam, auf den Propheten Abraham, İbrahim Aleyhisselam zu schauen. Da gibt es so viele Lehren und Geschichten. Sana düşen önünde duran adamı eleştirmek, onun hatalarını saymak, sıralamak değil. Sana düşen kendi hatalarında hesap kitap yapmaktır ki o önünde duran adam hatasından sorumlu olan sen değilsin. Onu oraya tayin eden adam. O hesap sorar ona. Also unsere eigene Aufgabe ist es, nicht die Leute zu kritisieren, die uns vorgesetzt wurden. Denn diese Menschen, die haben wir nicht selbst dorthin gesetzt, sondern sie wurden eingesetzt durch eine himmlische Instanz, durch den Sheikh. Und es ist die Aufgabe des Sheikhs, diese Person zu kritisieren oder diese Person auszutauschen. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Person zu kritisieren, sondern der Einzige, die wir kritisieren sollten, das sind wir selbst. Sen o kimseyi kritize ettiğin zaman, onda hata bulup eleştirdiğin zaman, Şeyh Nazım'ı direkt eleştirirsin ki, Şeyh'ini eleştirirsin ki, çünkü sen nasıl bir adam koydun benim başıma, beş para etmeyen yanlış yaptım. Weil wenn wir anfangen, den uns Vorgesetzten zu kritisieren, den uns durch den Sheikh Vorgesetzten zu kritisieren, dann kritisieren wir in Wahrheit den Sheikh selbst. Wir sagen nämlich indirekt, oh Sheikh,
du hast die falsche Person hier eingesetzt, du weißt nicht, was du tust und machst Fehler und hast einen Fehler damit begangen, diese Person dorthin zu setzen. Ha, o başta duran adamın emrinde duran kimseler onu kritize edemez, eleştiremez. Ama bir başka kimse vardır ki o da yine şeyh tarafından seçilmiştir ki müfettişlik görevi yapar. O başka her insanların hatalarını, kusurlarını not eder. Also wir können nicht von unten nach oben hinauf kritisieren, aber es kann wiederum sein, dass der Sheikh persönlich jemanden schickt, um zu kontrollieren, was die Menschen, diese sogenannten Oberhäupter dort treiben. Und dann ist das eine Kritik von oben. Dann hat jemand die besondere Aufgabe von oben bekommen, zu schauen, was diese verantwortlichen Personen machen, ob das richtig ist oder falsch ist, was sie tun. Hazreti Ömer Efendimiz Mısır'a vali tayin ettiğinde arkasından müfettiş gönderirdi ki bak bakalım bu vali nasıl iş yapar. Als der Anwärter Weggefährt und der Anwärter Kalif des Propheten Muhammed Friede sei mit ihm, Hazreti Ömer, als er einen Statthalter einsetzte für Ägypten, da schickte er auch gleichzeitig, ja, sowas wie einen Agenten in dem Sinne, er schickte jemanden, Inspektor, er schickte jemanden, der kontrollieren sollte, ob der eingesetzte Statthalter seine Aufgabe richtig macht oder nicht. Çünkü ola ki nefse düşer. Şeytana uyar, halka zulmeder. Weil es kann ja sein, dass dieser Statthalter sich denkt, ich bin jetzt der Statthalter, ich bin jetzt der Chef von dieser ganzen Sache. Ich kann jetzt tun lassen, was ich will und folge einfach meinem Ego, meinen Begierden. Und um das zu verhindern, hat Hazreti Ömer einen Inspektor geschickt, der das alles kontrolliert. Lakin bu sana bana düşmez, önümüzdeki adamı, üstümüzdeki adamı eleştirmek bize düşmez. Ja, sowas ist in Ordnung, wenn von oben jemand eingesetzt wird, um jemanden zu kontrollieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir von unten heraus zu den Leuten da oben sagen können, ihr macht eure Sache falsch. Bir önemli bir hikaye anlatayım da bu mevzuyu geçeyim. Und um diese Sache hier abzuschließen und zu erläutern, möchte ich eine Geschichte erzählen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid Hazretlerini İslam ordusunun başına tayin edip cihata gönderir. Der Anwärter Prophet, Friede sei mit ihm, stellte den großen Feldherrn Halid ibn Walid ein, das islamische Heer anzuführen und schickte dieses Heer in den Krieg. O zaman usul ve adetti ki kim kimi öldürürse onun malını, mülkünü, bütün servetini ele geçirip onun hakkı olması. Und damals war es Brauch und Tradition, dass wenn im Krieg jemand anderen umbrachte, hatte er das Recht, den Besitz des Umgebrachten für sich zu beanspruchen. Ganimet derler. Ja, das war die Kriegsbeute sozusagen. Sahabeler içinde en fukarası, en zengin bir kafiri öldürdüğünde, bütün o servetini ele geçirdiğinde Halid bin Velid Hazretleri onun yanına gelir. Ja, und dann geschah es im Geschehen des Krieges. Da war ein Armer, ja, er kämpfte auf der Seite der Muslime und er brachte einen auf der gegnerischen Seite um. Diese Person, die er umbrachte, das war eine sehr wohlhabende, eine sehr reiche Person. Und diese arme Person auf der Seite der Muslime dachte sich, jetzt habe ich das große Los, jetzt gehört mir all dieser Besitz, jetzt bin ich ein reicher Mann. Aber dann funkte der große Befehlshaber Halid ibn Walid dazwischen und sagte, onları bana vereceksin. Du musst mir das, was du erbeutet hast, im Kampf mir überlassen. Nasıl olur ya Halid, ben öldürdüm, ganimet benimdir. Und dann sagte dieser Muslim, ja wieso, ich hab doch hier die Arbeit geleistet, das ist doch meine Beute. Deyince bir tartışma çıkar aralarında. Und so entstand zwischen diesen beiden ein Streit. Üçüncü bir sahabe devreye girer. Dann kam ein dritter Muslim. Er der ki, ya Halid, sen yanlış yapıyorsun. Und dieser sagte zu Halid ibn Walid, oh Halid, werter Halid, du tust ja falsch entscheiden, du machst etwas falsch. Sen peygamberin şeriatını değiştirmeye mi kalkıyorsun? Onun sözü vardır, hükmü vardır. Kim öldürürse onun malı, mülkü ona ait olur. Yani sen öldürmediğine göre sana değildir bu mülk. Und dieser Muslim sagte zu Halid ibn Walid, oh Halid, willst du hier die Religion Gottes ändern? Du weißt doch ganz genau, was der Prophet gesagt hat, die Beute gehört dem, der sie erbeutet hat. Wie kannst du jetzt die Beute dieser Person für dich selbst beanspruchen? Bunun üzerine Halid bin Velid der ki, siz anlamazsınız bu işleri. Mal da benim, mülk de benim. Der alır ganimeti. Und Halid ibn Velid erwiderte nur, nein, nein, ihr versteht das Ganze gar nicht. Und nahm sich allen Besitz und alle Beute für sich selbst. Tabii ki bu olay Cenab-ı Peygamber'e intikal eder. Peygamber Efendimiz çağırır onları huzuruna.
Natürlich wurde diese ganze Angelegenheit dem Propheten, Friede sei mit ihm, vorgetragen. Und der Prophet ließ natürlich die beteiligten Personen in seine Gegenwart rufen. Anlatın da. Und der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte zu ihm: Sprecht, was ist vorgefallen? O der ki o fukara, ben der Allah için cihat ettim, bir kafiri öldürdüm, ganimet mallarını elime aldım da benim başıma kumandan tayin ettiğin Halid bin Velid benim elimden zorla ganimetleri kendine aldı. Ja, und dieser arme Muslim, der ja diese angeblich diese Kriegsbeute für sich erbeutet hatte, sagte: O ehrenwerter Prophet, Friede sei mit dir, ich habe im Kampf tapfer und wacker gekämpft und habe diese Person auf der anderen Seite, auf der gegnerischen Seite erschlagen und es ist mein Recht, seine Beute, seinen Besitz für mich selbst zu beanspruchen. Ja, das wollte ich machen, wollte es für mich beanspruchen, aber das hat nicht funktioniert, weil Halid ibn Velid dazwischen gekommen ist. Deyince Cenab-ı Peygamber Halid bin Velid'i çağırır ve der ki: Ya Halid, ver onun malını, bütün ona ganimetini. Daraufhin sagte der Prophet: Wenn das so ist, und wandte sich Halid ibn Velid zu und sagte: O Halid, wenn das stimmt, was diese Person hier sagt, dann gib ihm doch, was er für sich erbeutet hat. Gib ihm seinen Anspruch. Tam Halid bin Velid Hazretleri ganimeti ona teslim edeceği vakit, o hani üçüncü bir sahabe vardı, araya girmişti. Halid ibn Velid war natürlich ein treuer Weggefährte des Propheten, hörte auch das Wort des Propheten, und er wollte gerade die Beute diesem armen Muslim überreichen. Aber dann kam die dritte Person ins Spiel, diese eine Person, die auch davor ins Spiel gekommen war. Ve der ki: Ya Halid, ne oldu? Ben sana dediğim haklı çıktı. Ja, und diese Person, dieser dritte Muslim sagte: Na, siehst du Halid? Ich hatte doch recht gehabt. Siehst du, ich hatte recht gehabt. Ben sana söylemiştim, seni uyarmıştım. Yanlış yapıyorsun. Ich hatte dich gewarnt, ich hatte dir doch gesagt, dass du falsch handelst. Ich hatte dir doch gesagt, dass das, was du tust, nicht richtig ist. Deyince Cenab-ı Peygamber, nedir aranızdaki mesele, ne konuşuyorsunuz diye sorar. Der Prophet wurde damit ihn war verwundert und fragte nach: Was meint ihr beide da? Was sagst du da? O üçüncü sahabe der ki: Ya Resulallah, ben Halid bin Velid'e söylemiştim yanlış yaptığını. İkaz etmiştim onu, uyarmıştım onu, hata yaptığını binlerce de söyledim ama dinlemedi beni. Şimdi ona bak haklı çıktım diye haklı olduğumu söyledim. Ja, und dieser dritte Muslim, der sich eingemischt hatte und jetzt angeblich im Recht war, der sagte: O lieber Prophet, Friede sei mit dir. Ich habe die ganze Sache schon von Anfang an aufgeklärt gehabt. Ich hatte Halid ihm Welt mitgeteilt, dass er falsch handelt, dass er die Beute jedem überlassen soll, der es erbeutet hat. Weil das ist das göttliche Gesetz. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass er falsch handelt und falsch entscheidet. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber ayağa kalkar, asasını yere vurur. Hiddetle: Ya Halid, verme. Daraufhin erhob sich der ehrenwerte Prophet mit all seiner Pracht und stampfte mit seinem Stab auf den Boden und sagte: O Halid, gib ihm nicht das, was er, wonach er verlangt. Verme! Ganimet senindir. Gib ihm nicht die Beute. Die Beute soll dir gehören, O Halid, sagte der Prophet. Sonra döner der ki: Siz bilmez misiniz? Bir ordunun ve hatta bir cemaatin, bir grubun başına tayin edilen kimse Allah tarafından tayin edildiği vakit ve Allah elçiler tarafından tayin edildiği vakit o kimseden sorumlu olan, o kimsede hata bulacak olan, onu tayin eden adamdır. Daraufhin offenbarte der Prophet: O ihr Gläubigen, wisst ihr denn nicht, dass wenn eine Person eingesetzt wurde, wenn eine Person durch den Himmel, durch den Herrn eingesetzt wurde, sei es eine Gruppe anzuführen, ein Heer anzuführen oder auch nur ein paar Menschen anzuführen, dann ist es nicht eure Aufgabe, diese Person zu kritisieren, sondern es ist einzig und allein die Aufgabe desjenigen, der diese Person eingesetzt hat. Siz bilmez misiniz ki onun rabıtası kalbi, o onu tayin edenin kalbine bağlıdır, rabıtalıdır. Wisst ihr denn nicht, dass diese Person, die euch eingesetzt wurde und die euch anführt, in Verbindung steht mit der Person oder mit der Instanz, der sie eingesetzt hat? O aldığı ilhamla hareket eder. Diese Person, die euch anführt, sie handelt nicht nach eigenen Gedanken, nach eigenem Willen, sondern sie handelt durch die Inspirationen, die ihm eingegeben werden. Şimdi hak Halid'den tarafa geçti. Çünkü siz onu kritize ettiniz, eleştirdiniz, hata buldunuz ve onda eksik buldunuz. Ja, so sind die beiden, die vorher im Recht schienen, ins Unrecht geraten, denn sie haben die Person kritisiert, die ihnen vorgesetzt wurde. Sie haben ihren Anführer kritisiert und daher waren sie nun im Unrecht.
Çünkü bizim tayin ettiğimiz kimseler sizin bütün sorumluluğunuzu üzerine alır. Bütün vebalinizi üzerine alır. Mesuliyetini üzerine alır. Yükü ağırdır. Ihr müsst wissen, dass die Personen, die euch vorgesetzt werden, die für euch die Verantwortung tragen, eine unermessliche Last tragen, denn sie sind für alle von euch verantwortlich. Und diese Last, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die sie auf ihren Schultern tragen. Ve iki kişiye hükmedenin hesabı ahirette bitmez diye hüküm vardır. Und das heißt, dass auch wenn man nur zwei Menschen anführt, dass wenn man am Tag des jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen wird, so viel über so vieles Rechenschaft ablegen muss, dass es niemals enden wird, wenn man nur zwei Personen angeführt hat, heißt es. Bu ordulara hükmeden adamdır. Und über die Person, über die wir gerade sprechen, das ist Halid ibn Velid. Das war eine Persönlichkeit, die über die Heere des Islams geherrscht hat. O bizden aldığı ilham üzerine hareket eden, o bilmez mi İslam'ın ne olduğunu, nasıl olduğunu, hükümlerin, şeriatın ne olduğunu bilmez mi? Der Prophet Hilsa mit ihm sagte, ich habe halt im Welt eingesetzt. Denkt ihr, er wisst nicht, was die Regeln des Islam sind? Denkt ihr, er wisst nicht, wie die Sache hier läuft? O kimse bizden aldığı ilham üzerine hareket eder, kendiliğinden etmez. Ona hesabı soracak da biziz, hatası bulacak olan da biziz. Diese Person, die ich eingesetzt habe, sagte der Prophet Hilsa mit ihm, diese Person handelt nach den Inspirationen, die ich ihm eingebe. Ich allein kann diese Person zur Rechenschaft ziehen und niemand sonst. O bize teslim olmuştur. Kalbiyle, aklıyla, beyniyle, her şeyle bize teslim olmuş kimselerdir ki bir cemaatin başına tayin edilen adam cemaati kendini tanıdığından daha fazla, daha iyi tanımıyorsa cemaata hükmedemez. Diese Person, die ich eingesetzt habe, sagt der Prophet Hilsa mit ihm, sie ist eine Person, die sich mir vollkommen hingegeben hat. Mit seinem ganzen Wesen hat diese Person sich mir hingegeben. Ihr könnt diese Person nicht kritisieren. Nur ich allein kann von dieser Person Rechenschaft verlangen. Und wir müssen wissen, dass wenn eine Person eingesetzt wird, dass nur solch eine Person eingesetzt wird, eine Gemeinde anzuführen, die die Gemeinde besser kennt, als die Gemeinde sich selbst kennt. Ya Halid, hak senden tarafa geçmiştir, verme ganimet ona. O Halid, du bist jetzt im Recht. Also gehört die Beute dir. Gib sie nicht dem Muslim dort. Deyince Halid bin Velid Hazretleri, ya Resulullah, benim hakkımı severek ona veriyorum. Der bütün ganimeti yine ona teslim eder. Daraufhin sprach der Anwärter Halid bin Velid, o lieber Prophet, Friede sei mit dir. Von ganzem Herzen übergebe ich das, was mir jetzt eigentlich gehört, dieser bedürftigen Person. Und gab so die Beute trotzdem hin. Biz hikmetleri bilmeyiz. Biz ancak hesap sormayı biliriz. Ja, wir kennen die, wir verstehen die Weisheiten nicht. Aber trotzdem tun wir uns anmaßen, diese Menschen zu kritisieren. Bir kimse, bakacaksın sen önce, sende ne kadar bir kuvvet var? Ne kadar bir mıknatıs gücü var sende? Kaç kişiyi çekebiliyorsun? Ja, bevor du jemand anderen kritisierst, schau dich mal selbst an. Wie gut bist du selbst eigentlich? Bist du selbst imstande, Menschen anzuziehen, Menschen ins Gute mitzureißen? Kaç kişiyi arkandan getirebiliyorsun? Kaç kişiye sözünü geçirebiliyorsun? Wie viele Menschen kannst du hinter dir herziehen? Wie viele Menschen kannst du dazu bringen, dass sie auf dich hören? Kaç kişiyi bir tek sözünle bir yerden bir yere nakledebiliyorsun? Ja, hast du die Kraft, mit nur einem Wort Menschen, die hinter dir stehen, zu einem anderen Ort zu tragen? Hören die Menschen so sehr auf dich? Hast du diese Kraft? Bu çok önemli bir mesele. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eğer sen bir kimseyi bir mahalleden bir sözünle bu mahalle sana yaramaz, sen şu mahalleye taşın deyip de sözünü geçiremiyorsan, o mahallede öbür mahalle hicret ettiremiyorsan, sende hiçbir kuvvet yoktur. Ja, wenn du nicht die Kraft besitzt, zu einer Person zu sagen, du wohnst jetzt hier in diesem Stadtteil, aber das ist nicht gut, dass du in diesem Stadtteil wohnst, wandere aus in den anderen Stadtteil. Und wenn diese Person nicht auf dich hört, also sprich, du hast nicht die Kraft, diese Person zu etwas zu bewegen, ja, dann hast du in Wirklichkeit keine Kraft. Dann hast du auch kein Recht, solche Personen, die diese Kraft besitzen, zu kritisieren. Ama öyle kimseler var ki, bir tek sözüyle belki 500 kilometre, 1000 kilometre öteden başka yerlere hicret ettirebiliyor. Aber es gibt solche Persönlichkeiten, solche Menschen, die mit nur einem Wort Menschen
500 Kilometer, 1000 Kilometer von einem Ort zum anderen bewegen lassen. Bütün her şeyini, malını, mülkünü bıraktırıp, ticaretini bıraktırıp bilmediği, tanımadığı yerlere gönderebiliyor. Es gibt diese heiligen Persönlichkeiten, die Menschen dazu bewegen können, alles hinter sich zu lassen, alles aufzuopfern, ihr ganzes Hab und Gut, ihre Familie und sich hinzugeben und woanders hinzugehen. Bir tek sözle. Mit nur einem einzigen Wort. Şimdi sende bu kuvvet yoksa, sen daha bir adım buradan şuraya attıramıyorsan, bir kimse sözünü geçiremiyorsan, başkasını eleştirmeyi de bırakacaksın. Und wenn du selbst nicht solch eine Kraft besitzt, wenn du nicht mal deinen eigenen Hintern von dort nach, von hier nach dort tragen kannst, dann solltest du am besten aufhören, diese Person, die dir vorgesetzt wurde, zu kritisieren. Onun için İslam'da ve bizim törelerimizde, Türk'ün töresinde, Osmanlı töresinde başta duran adam kritize etmek haramdır. Und so ist es. Direkt haramdır. Eine Tugend und auch eine Tradition, eine osmanische Tradition, das ist eine verbotene Tat, sogar einer Sünde gleicht, die Person zu kritisieren, die einem vorgesetzt wurde. Nereden haram oluyor ya dersen, bak Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Ja, und so steht es ja auch im Koran geschrieben. Sana hükmedene itaat et diyor. Du musst dem gehorchen, der über dich herrscht. Ya da beğenmiyorsan git başka hükümdar bul. Und wenn es dir nicht passt, dann zieh halt aus dem Land raus und such dir einen anderen Herrscher. Cenab-ı Allah bile buyuruyor ki, beğenmiyor musunuz beni? Kendinize başka bir Rab arayın. Selbst der allmächtige Herr sagt, varsa, was, ich gefalle euch nicht, dann sucht euch dann einen anderen Herrn, wenn ihr einen findet. Was meinst du dazu? Ha. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Ja. Sen, sende hür irade var. Kimse seni zincirlemedi, prangalar takmadı ayağına. Canın nasıl isterse. Der Mensch hat einen freien Willen. Du hast einen freien Willen. Du kannst selbst entscheiden. Niemand hat dich angekettet und zu etwas gezwungen. Allah kibirlileri sevmez. Und der Allmächtige, er mag die Hochmütigen und die Stolzen, Übermütigen ganz und gar nicht. Kendini kibre veren kimse başındaki adamı eleştirmede çok hızlıdır. Ja, denn der, der hochmütig, übermütig ist, der handelt voreilig und ist schnell bereit, den, der ihm vorgesetzt wurde, zu kritisieren. Şeyh Efendi Hazretleri buyuruyor ki, daha iyisini yapamayan adam kritize edemez. Yani der Şeyh, er selbst sagt es, wenn eine Person es selbst nicht besser hinbekommt, dann hat diese Person kein Recht, die andere Person zu kritisieren. Daha iyisini yapabiliyorsa, ortaya koyabiliyorsa, kritize edebilir. Wenn du es aber besser kannst als diese Person, und es auch beweisen kannst, dass du es besser kannst, dann kannst, bist du gern dazu eingeladen, die andere Person zu kritisieren. Bu mesele bize ömür boyu yeter ama bizim söylemek istediğimiz nokta şu ki başında duran adamın kim koyduysa oraya, tayin ettiyse değiştirmiyorsa bu demektir ki sen kendini değiştireceksin. Und aus diesen ganzen Worten können wir Lehren raus für uns rausziehen, die ein ganzes Leben lang reichen. Aber kurzum, zusammengefasst möchte ich damit sagen, wenn eine Person durch den Sheikh eingesetzt wurde, und der Sheikh diese Person nicht ändert, nicht austauscht, dann müssen wir diese Person akzeptieren. Wir haben keine andere Wahl. Kendilerini değiştirecek. Es liegt an uns, uns selbst auszutauschen, sprich uns selbst zu einer besseren Person zu machen. Bakışlarını değiştirecek. Wir müssen unsere Sichtweisen austauschen und ändern. Saçlarını değiştirecekler. Wir können vielleicht unsere Haare ändern, austauschen. Neue Frisuren. Elbiselerini değiştirecekler. Wir können unsere Kleider vielleicht austauschen. Ayakkabılarını değiştirecekler. Unsere Schuhe austauschen. İç çamaşırlarını değiştirecekler tabii. Natürlich sollten wir in erster Stelle auch unsere Unterwäsche austauschen. İçin ve dışın temiz olacak. Damit unser Inneres als auch unser Äußeres sauber und rein ist. Kalbini değiştireceğiz. Und sein Herz auch austauschen. İyiye doğru. Zum Guten hin. Değişeceksin. Du musst dich ändern. Değişeceksin. Ja, du wirst dich ändern. Değiştikten sonra değiştirebilirsin. Und wenn du dich geändert hast, dann darfst du selbst auch ändern. Kendi değişmeyen adam değiştiremez. Der, der sich nicht selbst ändert, der darf nicht ändern in seiner Umwelt. Anlayana yeter bu kadar. Daha fazla maskaralı özürüm yok. Und für den, der versteht, brauchen wir die Show nicht weiter in die Länge zu ziehen. Fatih.